Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Craftopia. Ihr seht, ich habe hier schon ein bisschen was vorbereitet. Und auch in der Base hat sich ein bisschen was verändert. Die ist größer geworden. Denn ich würde mir, oder ich möchte mir heute ein automatisches Weizenfeld anlegen. Und ja, wir haben fast alles, was wir dazu brauchen. Bis auf unsere Ansaugpümpel. Charcoal brauchen wir noch. Das haben wir natürlich nicht mehr. Nice. Dann werden wir noch ganz schnell was herstellen. So viel brauchen wir nicht. Ja. Und wir können ja schon mal anfangen mit Anzeichnen. Die Felder sollen hier hin. 1, 2, 1, 2. Das und hier nochmal. So, hier kommen unsere automatischen Felder hin. Und es soll natürlich automatisch eingesammelt werden und alles. Ich brauche erstmal die Wände, damit ich ungefähr weiß, wo das Feld dann aufhört. So. Ihr kennt ja die Prozedur. Hier verschwinden wieder alle, ja, Bodenplatten. Unsere Batterieproduktion funktioniert auch perfekt. Jetzt muss ich überlegen. Das wird angesaugt, geht dann da lang. Das wird angesaugt, geht dann teilweise da lang. Die Felder hier hinten verschwinden später wieder, weil wir dann dort andere Felder anlegen, wo wir selber was anpflanzen können, wie Kartoffeln, Karotten, Reis und was es hier nicht alles gibt. Und ja. So und so. Belz haben wir mehr als genug. Wir fangen hier an. Rotaten war das da. So. Nein. Und so einmal. Ach, ey. Immer dieses Autosaven. Warum? Das war die 7. Einmal so. So. Und so. Ich brauche meine Wände wieder. Und jetzt müssen wir natürlich aufpassen, denn die Säge, die das automatisieren soll, also hier die, nicht die Wooden Blank Drone, sondern hier unten die Rotating Saw, die darf dieses Gebiet hier natürlich nicht verlassen, ne? Ja. Da brauchen wir noch ein paar Holzzäunchen, würde ich sagen.
Für was habe ich jetzt die Karkohl hergestellt? Ach, hier, für die Ansaugpömpel, genau. Wir brauchen 3 Stück. So, haben wir hier noch was drinnen? Nee. Dann Holzzäune. Brauchen wir auch nicht. Haha. Mir ist gerade selber ein Fehler aufgefallen. Hier müssen ja auch noch Bälzen. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Hier muss noch eine hin. So. Dann kommen hier drüben wieder die Wände hin. Eine müssen wir offen lassen, ne? Das, damit wir da auch durchkommen. Was machen wir denn da hin? Das machen wir im Nachhinein. So, wir brauchen dann diese Dinger noch. Die brauchen wir erst einmal nicht. Das auch nicht. Die Wände auch erst einmal nicht. Wir brauchen dann das da. Da brauchen wir ja doch nochmal eine davon. Und eine davon. So, dann kommt einmal hier die 8 hin. Also, nur die große, wunderschöne Kiste. Da geht der Spaß einmal hier rein, damit wir Weed haben. Und hier hinten natürlich wieder in einen wunderschönen Kochtopf. Die 5... Einmal den Kochtopf, bitte. Danke. Dann die 6. Ja, da wird das Weed verarbeitet. Ja, und jetzt müssen wir den Spaß dort noch zubauen. Und wir haben halt einfach zu wenig Ansaugpömpel gemacht. Wir brauchen nochmal 3 weitere. Da sind sie. Und wir bräuchten eventuell noch einen Sprengkopf. Klar, 20 Wasserbuckets. So, da haben wir 30 sogar. Ein Wassersprenkler. Und wir brauchen jetzt sehr viel. Jetzt die Frage, machen wir die runden oder die eckigen? Ich würde sagen, wir machen die eckigen, ne? Das wird hinten und vorne nicht reichen, ne? So, einmal Sprengler Nummer 1 dorthin. Und Sprengler Nummer 2 dahin. Jo, Wasser werden be... die Wasser, alles klar. Felder werden bewässert. Hier, Baumodus. Einmal dahin. Die ersten Ansaugpömpel könnten wir ja auch schon verbauen. Ich
Ich mache das mit Absicht immer so auf die Grenze, unterste Wand, oberste Wand. Weil dann kann man auch gewiss sein, dass wenn der zweite Ansaugvorgang und der dritte, vierte, bla bla bla, weitergeht, die Dinger hier unten bleiben und schön auf den Belz in die dazugehörige Kiste oder Dings hier, Mann, in den Kochtopf wandern. So, einmal dahin. Das nächste kommt dann dorthin. So. Das wollte ich nicht. Na, komm, setz. So. Mal gucken, ob die Holzstämme fertig sind. Wir müssen auf jeden Fall noch welche herstellen. Und ich muss unbedingt wieder Ressourcen farmen. Denn meine Ressourcen gehen definitiv zur Neige. Und ich muss was futtern. So. Elf Stück hatten wir. Wir machen jetzt noch 25. Dann haben wir 36 Stück. Das müsste hoffentlich reichen. Lässt du mich bitte wieder raus? So. Jetzt lass mich doch mal in Ruhe. Oh, nice, nice. Nee, das nicht. Das da. Und das Essen und die Wolle kann man natürlich gleich wieder schön verkaufen. Da generieren wir nebenbei sogar noch ein bisschen Gold. Das und das, die Wolle. 82.000, also ich beschwere mich da nicht. Hier haben wir das, dann die 5 Baumodus. So. So. Ihr seht, es wird trotzdem angesaugt. Klar bleibt dann ab und zu mal was beim Holzpfeiler hängen. Aber das ist erstmal nebensächlich. Wir generieren dann so viel von dem Weed. Also, da kann man auch ein bisschen Verlust in Kauf nehmen. Und die Rotating Saw kommt zwischen den Holzpfeilern definitiv auch nicht durch. Das ist schon mal sehr gut. Denn die hat die Angewohnheit, auf die Belz zu gehen. Und das wollen wir ja nicht. So, das haben wir. Dann kommt jetzt die hierher. Nummer 6 ist die Säge. Und los. Und ihr habt es gesehen, ihr habt gleich schon mal instant zwei Felder abgeerntet. Bitte mich nicht hitten. Da sieht man es auch, da bleibt halt ein bisschen was hängen. Das nehme ich in Kauf. Ja, das Weed wird eingelagert. Das andere Weed kommt hier rein. Und macht uns Mehl.
Und aus Mehl wiederum Brot zum Essen. Also, wir haben hier ein automatisches Wheat- und Brotfarm, wenn man es mal so nimmt. So, das hier bitte noch zumachen. So. Und ich habe auch keine Wände mehr. Die Batteriefarm läuft auf Hochtouren. Das ist sehr nice. Und ja, ich muss auf jeden Fall wieder Ressourcen farmen. Das ist abnormal, was man hier an Ressourcenverschleiß hat. Aber ist verständlich bei dem, was man so craftet. So. So. Holz habe ich gar nichts mehr. Holy shit. Boah, die Tiere hier drinnen, oh, die Schafe, ganz ehrlich. So. Okay, wir haben ein Jumping-Schaf dabei gehabt. Jetzt, was wollte ich denn jetzt noch machen? Wände. Wir brauchen Wände. Sand und Stein. Ja, das, was ich erst rausgepackt habe. 87 und 83. Da. So, dann schauen wir doch mal kurz hier rein. 190 Wheat. Und hier wird einfach schön Brot und Mehl hergestellt. Oder erstmal nur Mehl, bis das Wheat vorbei ist. Jetzt frage ich mich allerdings, ich weiß, dass es auf der Multiplayer-Map, wo ich mit Olaf spiele, auch Brot hergestellt wird. Ja, der muss erst das Wheat verarbeiten. Genau, da das jetzt aber dauerhaft durchläuft, müssen wir uns überraschen lassen. Können höchstens das mal so versuchen. Ja, da müsste jetzt Brot hergestellt. Nee. Stellst du bitte was her? Bitte kein Mehl. Und jetzt stellt er das Brot her, genau. Das hier rein, das nehmen wir mal raus. Das kommt auch da rein. Ja, okay. Dann halt so. Feld läuft automatisch. Brot läuft automatisch durch. Ja, ich brauche auch unbedingt noch Stahlkisten, ne? Hab ich denn noch Stahl? 45. Brauche ich noch Holz und das habe ich nicht mehr. Nee, also müssen wir demnächst mal eine Holzfarm automatisieren. Dafür brauchen wir dann nämlich diese Wooddrone Base. Das werden wir dann auf dem Dach machen. Jetzt muss ich nur überlegen. Wir brauchen solche Back-Sapling-Dinger da. Wo haben wir die denn? Die da. Dann bräuchten wir aber noch etwas, was die auch automatisch wieder anpflanzt. Das ist wiederum das Problem, das geht nicht. Hm.
Die sammelt ein. Das ist Mineral. Okay. Okay, das Ding. Ganz ehrlich, ich brauche Stahl. Das heißt, dazu brauche ich Eisen, ne? Das Ding werden wir in der nächsten Folge bauen und dann werden wir mal schauen, wie das aussieht, wie viele Erze da aus so einem Vorkommen rausgeholt werden. Wenn euch die Folge bis hierhin gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, lasst Kommentare da. Vor allem der Daumen nach oben, der ist ganz wichtig für den YouTube-Algorithmus. Und ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dann, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.